Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem klitzekleinen Review. Und zwar nehme ich heute dieses Review auf für das wunderschöne Streaming-Programm XSplit. Lustigerweise nehme ich das gerade auch mit dem Open Broadcaster auf, aber das ist hier jetzt nicht das Thema. Das Thema ist wirklich einzig und allein dieses echt verdammt geile XSplit. Also ich muss sagen, es ist von vornherein schon ziemlich geil. Also die Funktionen, die jetzt XSplit hat, diese Möglichkeiten hier, die Szenen zu wechseln. Also es gibt da hier zum Beispiel die Einstellungsmöglichkeiten für den Hotkey oder sowas. Hier, Datei, neue Präsentation. Ich bin aktuell in einer Präsentation mit den verschiedenen Szenen. Insgesamt kann man 12 Szenen einstellen, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig hier auf jeden Fall. Ich habe hier schon mal eine Szene gehabt und da ist zum Beispiel auch der Wechsel zu den oder zu den verschiedenen Szenen ziemlich nice. Gut, Szene 3 habe ich nichts, Szene 4 und so auch nicht. Szene 1 hatte ich was, aber das ist jetzt mittlerweile weg, komischerweise. Und ja, muss ich mal schauen, wie sich das am Ende verhält, aber an sich ist XSplit auf jeden Fall richtig, richtig nice. Nicht wundern, wenn ich nach rechts schaue, da habe ich das XSplit drauf. Links habe ich jetzt hier den Monitor. Ja, den brauche ich ja eigentlich nicht. Gut. Also, nun weiter. Hier kann man zum Beispiel dann auch eine Präsentation laden. Das heißt, wenn du schon was hast auf deinem Rechner, also das heißt, du hast XSplit schon mal gehabt, so wie ich, hast damit sogar schon mal gestreamt, und hast dir diese Präsentation praktisch, dieses hier mit den ganzen Szenen gespeichert. Also praktisch, das ist, ja, ist halt einfach so, hast du das halt wirklich alles so abgespeichert, wie es aktuell ist. Du gehst dann auf Ladepräsentationen, dann hast du dann praktisch, ohne dass du dann nochmal alles neu anlegen musst und so weiter, hast du hier zum Beispiel Szene 1, hast du dann was Besonderes liegen, Szene 2 hast du zum Beispiel das liegen, Szene 7 hast du, gibt es bei mir noch nicht, da muss ich das erst kaufen. Oder halt Szene 3, Szene 4, Szene 5 brauchst du dann, kannst du da auch nicht mehr nehmen. Das heißt, du kannst bloß bis Szene 4 gehen. Wenn du das nicht gekauft hast. Da hast du dann normalerweise auch hier unten so ein kleines Wasserzeichen, was in meinen Augen überhaupt nicht stört. Ich finde es sogar richtig nice, denn an sich kannst du dann halt die Werbung machen für XSplit. Also Wasserzeichen und so ist ziemlich nice. Gebe ich einen Daumen nach oben, wenn man das so auch zwischendurch einstellen könnte. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, du hast nur 4 Szenen, du kannst nicht auf 60 FPS streamen, was du normalerweise kannst. Da kommt halt auch dieses wunderschöne Fenster, weil du das für 14,95 € kaufen musst, was für ein Streaming-Programm in dieser Hinsicht, mit dieser Vielfalt mehr als gerechtfertigt ist. Ich habe mir jetzt persönlich überlegt, das eventuell auch zu kaufen. Aber gut, da muss ich echt überlegen, wie ich das mache. Denn es sind insgesamt 15 € im Monat, die da halt natürlich auch aufgebracht werden müssen. Logischerweise. Des Weiteren, kannst du halt auch diese Präsentation speichern, ist ja logisch. Oder halt eine neue anfangen, so wie ich das gemacht habe. Und dann halt hier die verschiedenen Szenen so einteilen und so weiter und so fort. Ist ziemlich nice. Dann hast du hier noch deinen Account, mit dem du dich halt an- und abmelden und sowas kannst. Hier kannst du das verlassen. Also dann würde sich XSplit schließen, was ich jetzt natürlich nicht möchte. Quelle hinzufügen ist auch ziemlich geil. Dann kann man zum Beispiel sagen, ich öffne mal auf meinem zweiten Bildschirm das und dann gehe ich mal auf Quelle hinzufügen. Ja. Bildschirmaufnahme, und dann hat man hier dieses komische rote Etwas hier.
was man halt auch auf dem zweiten Bildschirm hat. Und wenn man dann auf dem anderen ist, wird das halt so grau, was ziemlich nice ist, meiner Meinung nach. Und dann kann man halt einfach so sagen, das nimmst du jetzt auf. Und dann habe ich halt hier, oh, dann habe ich sogar hier das kleine weiße Fensterchen, was ich gerade ausgewählt habe. Dann nehmen wir noch eins. Das kann man maximal schließen. Quelle, Bildschirmaufnahme. Und dann macht man das so. Und dann hat man halt die gesamte Seite und nicht nur dieses Weiße, was ich da hatte gerade. So, und dann siehst du halt das, was ich hier alles offen habe. Hier, hier, hier und so weiter und so fort. Oh, das sollte ich vielleicht nicht zeigen. Okay. Der Code ist sowieso schon eingelöst. Das kann man halt nicht weitermachen. Gut. Und dann hat man hier halt, habe ich mir gerade durchgelesen, die News zu RTS 2, aber das interessiert uns zum Beispiel auch nicht. So, dann haben wir das so, dann schließt man das oder minimiert das und dann hat man auf einmal wieder einen schwarzen Hintergrund. Also wo ich nur drauf bin hier, da kann ich das zum Beispiel rumziehen. Beziehungsweise hier habe ich irgendwas, was ich hier rumziehen könnte. Ach so, das ist das Fenster von ETS 2. Ich verstehe schon. Okay. Oder halt Szene 1 könnte ich dann wechseln, dann könnte ich das ebenfalls nochmal einstellen, was ich natürlich jetzt nicht möchte. So, Spielaufnahme habe ich bisher noch nicht so, oder beziehungsweise habe ich bis jetzt gerade eben nichts drin, weil ich halt auch kein Spiel oder sowas anhab. Auf jeden Fall ist es ziemlich nice, wie es halt funktioniert. Das heißt, ich überlege gerade, ob ich eventuell mal ganz schnell ein Spiel öffne. Was geht denn schnell zu schließen wieder? Dann versuchen wir mal Rocket League. Ist die, meiner Meinung nach, die perfekte Möglichkeit, halt wirklich was zu zeigen und halt auch Gameplay-Material zu zeigen. Huch, da wurde es gerade hell und dunkel. Entschuldigung, dass ihr mich so schlecht seht. Ich habe halt kein Licht oder beziehungsweise habe mein Licht draußen ausgem von meinem von meiner Decke ausgemacht. Tut mir leid. Kommt nicht mehr vor. So, nimmst du weiterhin auf? Ich hoffe schon. So. Jo, nimmt weiter auf, sehr schön. Und dann kann man zum Beispiel hier auf Quelle hinzufügen oder auf A drücken und dann Rocket League machen und dann das hier hinziehen, das vergrößern natürlich, so dass man das halt auf dem gesamten Bildschirm hat, logischerweise. Das ist halt der Sinn dabei. Und dann öffnet man Rocket League und dann seht ihr da, tada, ihr habt Rocket League. Und jetzt könnte ich das praktisch spielen. Möchte ich aber nicht. Also ich möchte jetzt keinen Rocket League Stream oder sowas. Wie gesagt, es geht super einfach, super schnell. Ihr habt gar keine Probleme. Szenenwechsel sieht einfach nur genial aus, wenn das so ausblendet und wieder einblendet. Das sieht einfach hammermäßig geil aus. Und ja, ihr könnt hier Fotos hinzufügen. Na, komm, nimm das weg. Ach so, ja, logisch. Gehen wir mal hier drauf, YouTube, Profilbild. Und dann habt ihr hier mein Profilbild oder mein Profilbild vom YouTube. Hey, geile Sache, ganz ehrlich. Man kann die natürlich auch verschieben, so dass zum Beispiel die HD-Webcam davor ist und dann sieht das natürlich auch ziemlich nice aus, wenn man da diesen komischen Rand hat. Logischerweise. So, des Weiteren kann man natürlich hier noch die Webcam hinzufügen, wie ich das hier schon gemacht habe. Oder das komische hier, keine Ahnung, was es ist, kann ich euch echt nicht sagen. Text kannst du hinzufügen, hatte ich auch schon gemacht, brauche ich das jetzt nicht nochmal machen. Text, danke fürs Zuschauen zum Beispiel. Upsala, das war jetzt nicht so mein Plan. Okay. Und das kann man halt hier auch hinschieben, wie man möchte. Und das ist halt auch ziemlich nice. So, was anderes halt hier seht ihr ja, das Image Slideshow. So, dass es halt praktisch viele Bilder ist, die dann so in den Diashow zum Beispiel hin und her gehen. Eine Video-Playlist, eine Webpage. Whiteboard, Skype-Video kann man auch hinzufügen, was auch ziemlich nice ist, muss ich sagen. Hätte ich nicht so erwartet. Und RTMP-Stream.
Coole Sache. Weitere Plugins kann man sich auch runterladen. Ich weiß nicht, wie und wo. Damit habe ich mich jetzt überhaupt nicht beschäftigt, aber ist ziemlich nice. Ansicht, halt Preview-Editor, Projektor, Szene 1 und Szene 2. Dann wird zum Beispiel hier bei Szene 2 habe ich das so, dass ich den rechten Bildschirm aufnehme und bei Szene 1 ist dann der linke Bildschirm. Finde ich cool. Kann man auf jeden Fall so machen. Projektor war das, genau. Preview Editor habe ich mich jetzt hiermit habe ich mich jetzt nicht wirklich so beschäftigt. Halt bloß mit dem Projekteditor. Ach nee, mit dem Projektor, tut mir leid, nicht Projekteditor. Nee. Das war's nicht. So, bei Podcast ist es so, ich habe mich jetzt mit einem anderen Profil angemeldet, nämlich mit dem hier. Ich habe mich da mit einem zweiten Account eingeloggt und ja, ist ja egal, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Bei Podcast ist es so, du kannst dir die lokale Aufnahme starten oder halt ein Twitch-Kanal, ein YouTube-Live-Kanal, ein Ustream, ein Hitbox, ein Dailymotion, FC2 Live, AC Bu, Custom RTMP oder ein Local Stream kannst du halt alles hinzufügen oder halt hier weitere Dienste drücken und dann wird es halt noch mehr oder wird es halt auch gemacht. Kanal entfernen, logisch, wenn du einen zum Beispiel Hitbox ausgewählt hast, kannst du den Kanal dort entfernen. So, Extras zum Beispiel ist hier auch richtig nice gemacht. Du kannst einen Stream extern teilen. Du kannst dir deine Aufnahmen auf jeden Fall anschauen. Den Express Video Editor und die Allgemeineinstellungen ist ziemlich nice. Hilfe ist auch cool. Kann man hier halt manuell aktuelle Neuigkeiten, Release Notes, Feedback senden, Random Gift Certificate, wenn du halt einen Code hast, den du halt einlösen möchtest. Oder halt eine Lizenz kaufen kannst du, die Suche aktualisieren und halt über. Was logisch ist, ist halt über XSplit. So, das ist das erklärt. Wie gesagt, hier drüben könnt ihr dann noch die Resolution einstellen. Ursprünglich ist es eingestellt auf 640x360, also auf 360p. Schlecht für Stream. 720p ist auch in Ordnung. 540p, na, naja, gut. Also die zwei würde ich euch sowieso mal empfehlen. Was cool ist, wenn ihr das alles eingestellt habt, kommt ihr oder könnt ihr so einen Test machen, was eure Internetleitung hergibt. Er verbindet sich mit einem irgendeinem beliebigen Server, der aktuell zur Verfügung steht. Also er sucht sich die zum Beispiel von Hitbox, war ich für uns in vier verschiedenen. Bei einem hat es richtig geklappt. Habe ich halt so ausprobiert vorhin oder nochmal ausprobiert vorhin und da hat sich das halt so aufgeteilt, sage ich jetzt mal. Und da wird dann halt geprüft, mit was für einer Upload-Geschwindigkeit du streamen kannst. Wenn du vorher auf 1920 mal 1080 einstellst, hast du dann oder wird dann halt das geprüft mit 30 FPS allerdings nur. Die 60 FPS musst du dann selber nochmal einstellen. Und da wird halt dein Upload geprüft und dann kommt dann am Ende ein Fenster, wo dann da steht, wie viel du tatsächlich oder ob du das wirklich machen kannst von der Hardware her. Also ob du in 1080p mit 60 FPS dann zum Beispiel streamen kannst oder ob du das nicht kannst. Vor uns hatte ich halt wie gesagt vier Versuche gebraucht, damit ich das konnte. Liegt aber halt daran, dass ja, es lag halt mehr oder weniger an Hitbox, denke ich mal, oder weiß ich. Und daher habe ich mir da jetzt auch nicht so viel weiteres gedacht und daher, ja. Des Weiteren, gut, das Szeneneinstellen habe ich euch ja schon gezeigt. Und wie das Szeneneinstellen direkt geht, habe ich euch natürlich auch gezeigt. Ich nehme schon weiter auf. 14 Minuten schon. Oh, so lange wollte ich gar nicht machen. Hier habt ihr die Funktion, das Mikrofon leiser oder lauter zu machen, ganz normal. Oder komplett zu muten auf einmal. Hier unten seht ihr ganz klein einen Ausschlag. Ja, halt
halt einen Ausschlag. Wie laut ihr sprecht, beziehungsweise ob das so okay ist mit der Lautstärke oder ob ihr vielleicht sogar so zu laut seid. Aber das möchte man natürlich nicht. Muten, entmuten, hier, dann könnt ihr den Sound vom Stream muten. Das heißt, wenn irgendeine GEMA-geschützte Musik zum Beispiel kommt, kannst du das mal ganz schnell ausmachen. Ist schlecht, weil dann habt ihr halt gar keinen Ingame-Sound mehr, beziehungsweise dann den Sound, den ihr jetzt so habt, kriegt ihr dann nicht nochmal. Ist weniger zu empfehlen. Audio-Einstellungen, hier gibt es viel, viel zu machen. Allgemein kann man hier viel, viel einstellen. Tastenkürzel, damit du halt zur Szene 1 oder mit zu den Szenen wechseln kannst, was ich extrem nice finde. Das ist wirklich ein Pluspunkt, also wirklich ein Plus, 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 Punkt. Konten kannst du hier Facebook, Twitter und YouTube mit dem Profil, gut, das ist halt, ne, Geburtstag stimmt hier auch nicht, müsste man eigentlich auch nochmal richtig einstellen. Ja, 5. Oktober, klar, ich bin letztes Jahr erst geboren, 94, so, und dann haut das hier halt alles hin. Profilbild hinzufügen kann man hier halt schon, möchte ich nicht, dass ihr da unbedingt was seht, deswegen, ne, YouTube, Profilbild öffnen, so, und dann ist das hier sogar schon da. Und dann geht ihr hier einfach auf Anwenden, wenn ihr das alles eingestellt habt, was ihr wollt. Dann habt ihr hier noch den Global Script aktivieren, und sowas halt. Und GPU Anti-Aliasing, auch nice, was man einstellen kann. Richtig, richtig perfekt. Also wirklich. Ich will XSplit eigentlich nicht mehr missen, aber wie gesagt, aktuell kann ich mir die 14,99 € im Monat doch nicht leisten. Also, ich kann es mir schon leisten, aber ich habe so schon genug Ausgaben, sage ich jetzt mal. So, das ist eigentlich, also hier kann man noch einstellen, wie sich das ändern soll. Ja, gut, das ist halt, zusammenklappen, bumm. Ist dann halt fürs Schlussgut, beziehungsweise für den Schlussgut oder ja, Move-Button. Hui. Okay, nice. Okay, das ist schon ziemlich nice. Also, wenn das dann so ist, hups, weg ist es. Das ist cool. Damit habe ich mich auch nicht so be wirklich beschäftigt, auch nicht mit dem Favoriten hier. Ach so, Favoritenübergänge kannst du da wahrscheinlich auch noch einstellen. Aber okay. Hier bei den Einstellungen kannst du auch noch irgendwas einstellen, wenn sich jetzt ein Fenster öffnen würde. Damit habe ich mich halt wirklich überhaupt nicht beschäftigt. Gehen wir mal hier drauf und gehen wir auf Einstellen. Ach so, da kann man das ja einstellen. Genau. Genau so war das. Ja, gut. Nicht alles, wenn man es nicht gekauft hat. Logisch. Gut, das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Es sind 18 Minuten geworden, was ich gar nicht wollte. Okay, gut. Aber, wie gesagt, es ist richtig nice. Es ist einfach nur zu empfehlen. Und investiert die 14,99 €, die ihr da drin auf jeden Fall sehr, sehr gut informiert, gesteckt habt. Allerdings, was man dazu beachten muss, 14,99 € für 3 Monate. Lebenslänglich kostet 500 € rund, wo man sagen muss, ja, ist okay. Also, wenn man das jetzt ein lebenslang 14,99 € zahlt, hat man definitiv mehr. Aber auf einmal 500 € aufbringen, ja, ist für eine normalarbeitende Person nicht möglich. Gut. Aber bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Tagen kommen noch ein paar mehr Reviews zu Spielen zum Beispiel. Und bis dahin, meine Freunde, haut rein, lasst ein Däumchen nach oben da, kommt auf meine Facebook-Seite, kommt auf meine Twitter-Seite. Und dann bis dahin, meine Freunde, euer Labiton X.